Ihr müsst ein Vorratslager Schauen wir mal. platzieren. Diesmal wird's. Ich schwöre. Machen wir es mal so. Wir haben sogar drei Gegner, oder? Oder waren das... Ach nee, es sah nur danach aus. Alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Es, wie gesagt, es ist so verlockend, einfach hier zuzumachen und zu sagen, Trollolol, viel Spaß. Was spricht eigentlich dagegen, es nicht auch so zu tun? Ja, was spricht eigentlich Leute dagegen, es nicht auf auch die so Burg. Zu tun? Kommt mir gerade so in den Sinn. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, my lord. Wir können doch erstmal hier ein bisschen abgrenzen und später eine Burg bauen. Ich bin gerade echt noch am Überlegen, ob ich das so machen will oder nicht. Hätte ich ja tatsächlich hier meinen Bergfried ebenfalls als Turm. Ist ja keine schlechte Idee grundsätzlich. Nur habe ich es mir jetzt irgendwie verbaut, was das angeht. An sich ist die Position doof. Wir werden von links und von oben angegriffen. Das... Da müsste genau andersrum stehen, der Bergfried. Dann könnten wir das effektiv nutzen. Ist mir wurscht. So, das haben wir, das haben wir. Fleisch bräuchten wir noch. Und vor allem... Komm, da kaufen wir mal Holz. Stein. So. Ein bisschen Eisen können wir auch schon mal holen. Und dann würde ich glatt schon mal schnell die Einheitenproduktion ankurbeln. Beziehungsweise die... Die Waffenproduktion für Einheiten. Was spricht eigentlich dagegen? Können wir eigentlich das Vorratslager neu platzieren oder ein zweites platzieren oder so? Ja, anscheinend, aber... So. Ihr seid der drittgrößte Burgherr Sire. Ist mal was anderes, oder? Ich mag einfach die Taktik hier, den Bergfried als, ja, als eigenen Turm zu benutzen, was ja eigentlich auch der Sinn ist. Bergfried ist ja im Prinzip von der reinen Bedeutung her nichts anderes als der größte und wehrhafteste Turm einer Burg. Und es ist halt wirklich so eine Frage, warum sollte man so ein schwer befestigtes Gebäude mit Türmen irgendwie im Zentrum einer Burg haben? Es ist halt wirklich so... Im Idealfall... hat man alles Wehrhafte auch zur Verteidigung nutzen können. So, machen wir noch Hühner. Holen wir uns mal ein paar Chicks. Schickt uns Verstärkung. Hui, haben wir Bögen. Wir dann zu Start. So, wir können uns jetzt mal den einen oder anderen Aussichtsturm hier machen. Was keine schlechte Idee ist. Nur ein Ziel. Bei dem, was hier abgeht. Dann hätte ich nämlich bald auch gerne erste Waffenproduktion.
Dafür brauchen wir Gold. Brauchen wir mal hier ein bisschen. So, ihr kommt mal her. Ich weiß, dass jetzt hier gleich die Bären kommen. Beziehungsweise ihr, alles klar. Komm, machen wir das mal mit den Rittern. Sagt nur, was ich tun soll. Angriff! Rekruten benötigt, Sire. Geht es in die Schlacht? Aber was wollen wir denn Kampfbären? Da kamen doch auch welche. Das war genug. Das weiß ich noch. So weit gehen meine Erinnerungen noch zurück. Ich weiß, ich habe ein lückenhaftes Gedächtnis, aber wenn es so spät ist, dann sollte ich mir ernsthaft Sorgen machen. Hm, wir kriegen ja gar keine zwei hin. Das ist ja glatt schade. Kriegen wir dafür ein Haus rein? Ein Haus würden wir reinkriegen. Es ist ja auch nicht verkehrt, ein paar Häuser drin zu haben. Nur für den Notfall, dass draußen was abgerissen wird. Haben wir ein paar Wohnquartiere hier in der Burg. Passt auch. Was ist eigentlich mit meiner Eisenmine? Warum produziert die nicht? Eisenmine, wir müssen reden. So geht das nicht weiter. So, du machst mir Armbrüste. Dann mache ich einfach noch ein kleines bisschen vor. Etwa so. Ich habe eine Idee. Ich mache so das Torhaus. So, zack. Und hier geht's rüber und dann rein. Haha. Ja. Sowas kann ich auch bauen. Waffen benötigt. Nicht nur Rechtecke oder Quadrate, sondern hier ein Rechteck. Bisschen eingeschnitten. Rauf auf die Welle. Oh, ich merke gerade das Problem. Mann. Mann. Scheiße. Alle Mann wieder runter. Erstmal. Ich habe einen Fehler gemacht. Mann. Wir haben doch alle Waffen weg, oder? Nee, haben wir gar nicht. Wisst ihr was? Das verkaufe ich sogar. Hier wird produziert. Bogenschützen? Moment mal. Die Waffen kann man will ich doch gar nicht abreißen, ich Depp. Die Mauern müssen anders. Das ist der Punkt. Die Leute müssen ja irgendwie vorbeikommen. Das wäre nämlich ziemlich kacke, wenn nicht. So muss es sein. Auf diese Weise haben wir auch das Problem gelöst, dass wir hier nicht so viel Produktion hinbekommen. Aber jetzt abreißen dafür. Wir sind eure Leute. Sag mal. Mal. Eure treuen Bogenschützen. Rauf auf die Welle! Nee, knapp. Ich hätte jetzt bald trotzdem gerne... Irgendwie gefällt es mir nicht, dass es so dünn ist. Es geht dicke. Unsere Bögen werden singen. Na also. Irgendwie ist es jetzt viel ruhiger, kommt mir so vor. Das ist wie bei da noch vor Dark Crusade, oder? KI verarscht mich. Zuerst kriege ich voll den Sack rausgerissen quasi. Und dann beim nächsten Mal bereite ich mich vor, passend, und dann kommt einfach kein Gegner. Die wollen mich nur trollen. Das ist alles nur zum Verarschen. Das ist wahrscheinlich mit versteckter Kamera hier, die KI. Reingefallen. So, der Turm kommt dahin. Wir sind bereit. Und dann brauche ich demnächst wirklich noch Armbrustschützen hier oben drauf. Ich habe noch gar keine Harnischproduktion, oder? Ganz verschlafen. Ist doch sonst nicht so meine Art. Ja, schon okay. Sicherheitsdienst. So, ein paar mehr Armbrustschützen sind ja nicht verkehrt. Dann können wir mal gucken, was wir sonst so setzen. Ich würde mal gerne... Bei der Schmiede machen wir es bestimmt, oder? Auch die Streitkolben. Jupp. Machen wir auch die ersten von denen. Finde ich ja nie verkehrt, die Jungs. Den kann man Spaß haben. Eine Nachricht von Siegfried. Was für ein hässlicher Ries. Wenn er das schon wieder sagt, ey. Dann dreht er entweder gerade seinen neuen Porno oder aber er greift mich an. Auf gewisse Weise hoffe ich, es ist Zweiteres. Bitte nicht. Nicht wieder das Filmmaterial schicken. Ich ergebe mich.
So, er kommt gleich mit Riesen, das heißt, ich brauche unbedingt Armbrustschützen, ansonsten gucke ich in die Röhre. Schlachtordnung! Jupp, er kommt wieder von da. Und zwar mit Riesen, das heißt, unser lieber Arthas wird gleich mal unten Ritter beschwören. So, dann hätte ich auf der Innenseite gerne kleine Türme. Bietet sich an. Unsere Burg wird schön, nicht wahr? Hier brauchen wir eigentlich keine Türme. Hier könnte man noch einen kleinen mit hin dazu packen. Das schaut jetzt ein bisschen komisch aus. So geht's. Eine Nachricht so. Gut, reißt ihre Gebäude nieder. Da wollten wir doch noch was tun. Gab's doch auch was von Ratio. Warum zum Teufel? Wo ist Arthas hin? Oh Gott, ist der Alarm auf der... Ritter! Ihr seid mein Gebieter, Herr. Reiten wir! Schlagt alle nieder! Leck mich am Arsch, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Nein! Die Geschichte wartet! Ihr Kackriesen! Mann! Man darf nicht vergessen, alle historischen Befestigungen, die es so gibt, wurden errichtet gegen die Abwehr von Menschen. Oder vielleicht so ganz gewöhnlichen Tieren. Ich frage mich gerade, ob es Burgen im klassischen Sinne so gegeben hätte, wie sie gegeben hat, meine Fresse, wenn es Riesen tatsächlich gegeben hätte und so irgendwelche Fabelwesen oder Drachen oder so. Ich meine, man baut sich ja einen Schutz gegen etwas auf. Und da man ja weiß, dass gegen Riesen und Drachen jetzt Mauern nicht unbedingt so mega helfen, hätte man bestimmt was anderes gebaut. Ich könnte es mir vorstellen. Der Mensch ist sehr anpassungsfähig, muss man halt an der Stelle wirklich mal sagen. So. Machen wir da noch eine Mühle rein und machen hier ein paar Bäcker hin. Und wir so ein eigenes das kleines Dorf hier hin, draußen. Mylord. Muss ja nicht verkehrt sein. So, das ein paar Häuser. Nicht hin, Mylord. Wird schon. Es wird. Was ist das Problem? Eisen? Eis, Herr. Mann! Eine Nachricht von Siegfried. Ihr könnt mich alle mal. Gut, reißt ihre Gebäude nieder. Waffen benötigt. Oh, nicht die ganzen Farmen. Waffenbrüder, jetzt kommt hier auch noch eine. Wir kämpfen tapfer. Ja, Sire. Bogenschützen unterwegs. Ganz ehrlich, das Ding muss auch umplatziert werden. Ich habe gerade nichts Besseres im Sinne, ich weiß. Lordschaft. Ah, unsere ganzen Hühnerställe wurden uns weggerissen. Öffnet die Tore. Wir ziehen in die Schlacht. Waffenschultern! Bereit, Sire! Gegen Armbruststicks sind die ja relativ wehrlos, wie ich das weiß. Wie schaut's hier eigentlich aus? Oh ja, können wir doch was weg. Steuern mache ich dann, sobald es mit der Nahrung halbwegs gut läuft. Sagt er, als er es verkauft hat, aber das Problem ist, wir haben nur viele Äpfel. Andere. So, das wird nicht so gut funktionieren. Jetzt macht er hier wieder den Turm. Wie schnell die auch den Turm niederreißen, das ist Wahnsinn! Ihr könnt mich alle mal. Bereit machen, Piepen. Komm, wollen wir mal einen Stadtkampf raus. Vielleicht bringen die ja was. Sire? Was sagt ihr, Mylord? Für den Ruhm! Komm, mach mal das Ding kaputt, bevor da was Böses rauskommt. Bereit für die Schlacht, Sire. Da hoch und kaputt machen, hoch und kaputt machen, hoch und kaputt machen. Macht kaputt! Flieht, ihr Narren! Hauptmann? Alter Falter. Sind die Riesen stärker geworden? Die schaffen jetzt im Duell nahezu einen Ritter, wo sie vorher Probleme hatten. Die gehen durch Armbrust längst nicht so schnell kaputt. Ich habe Gefühl, die wurden gebufft. Es ist ja nicht so, dass die vorher schon irgendwie imbalanced gewesen wären. Nein, wie kommt man auf diese Idee? Mir kommt es echt so vor, als wären die nochmal gebufft worden. Eine Nachricht von Siegfried. Beginnt die Belagerung! Männer an die Waffen! So, jetzt können wir wenigstens... Arthas, wo bist du? Eine Nachricht von Dietrich. Richtig so, Jungs!
zertrümmert ihre Gebäude. Ja, niemand unsere Wirtschaft ist nicht so super geschützt. Waffen benötigt, Sire. Wo ist unser König? Da. Komm mal her. Du bist gerade auf der Mauer, nehme ich an, oder? Ja. Die Leiterträger werden gerade alle gemeuchelt. Wunderbar. Das war aber knapp. Unsere Sehnen sind diese dämlichen Ballisten. Streitkolben bereit. Streitkolben. Prüf die Waffen. So, jetzt kommen mal ein paar Ritter bitte noch zum Einsatz. Was bekümmert euch, Sire? Erstmal hier. Dann darunter. Für die Krone! Die wollen mir da gerade was anfackeln. Unser beider Schicksal ist eines. Ich hoffe, ihr seid noch lang genug da dafür. Mein Schwert ist eine Nachricht von Siegfried. Wir haben verloren! Blast zum Rückzug! Okay, 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 okay. Kasernen. Passt noch, alles klar. Und ich muss den Ball mal erweitern. So. Und das hier machen. Entschuldigung, muss sein. Ich mach den Turm lieber hierher oder so. Eine Nachricht von Siegfried. Gut, reißt ihre Gebäude nieder. Wir haben eine Menge weggerissen bekommen. Finde ich klasse. Gut gemacht, Siegfried. Du bist mein Mann. Kannst du bitte mal beim Berliner Flughafen vorbeischauen? Da ist schon seit einer ganzen Weile so eine lebende Leiche, die auch mal gerne abgerissen werden will. Dankeschön. Zweimal Äpfel. Komm, wir machen trotzdem ein drittes Mal hin. Die sind gut zum Verkaufen. Kann man ja sagen, was man will. Was wünscht ihr? Eine Nachricht von Siegfried. Ich könnte die überlegen. Die Pläne sind geschmiedet, Hauptmänner. Sendet eure Männer aus. Ich mach das ungern, aber ganz ehrlich, so schnell wie die Riesen mir die Türme zerdeppern, ach, das sieht einfach so scheiße aus, so Mauern drum zu machen. Wir gehen hier nach vorn. Es ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Also, spielmechanisch leider ja, aber realitätsbetrachtet nein, es ergibt einfach keinen Sinn, den Turm mit Mauern zu schützen, wobei die Türme dafür da waren, die Mauern zu beschützen. Hat sich jetzt komisch angehört, aber hat schon gepasst. Oh, da ist ja schon wieder die Riesenkolonie. Mann, ey. Gebt uns nur ein Ziel. Sind bereit. Arthus, komm mal runter. Du musst ja irgendwo mal aktiv mitreiten und hier Ritter beschwören für den Fall. Kann ja nicht sein, dass die hier ständig rumtrollen. Ich bräuchte meine Spezialleute von der Tafelrunde. Vielleicht könnte Merlin ja ein bisschen helfen. Vor allem bräuchte ich erstmal mehr Armbrustschützen. Eine Nachricht von Siegfried. Beginnt die Belagerung. Waffen benötigt, Sire. Eine Nachricht von Siegfried. Gut, reißt ihre Gebäude nieder. Wir kümmern uns drum. Zeigt's ihnen, eure Hoheit. Was? Problem ist, die Armbrustschützen kommen da, glaube ich, gar nicht richtig ran. Zeigt's ihnen! Waffen benötigt, Sire. Ja, die werden jetzt gut abgeschossen hier. Ich habe gerade so meine Idee. Also, du kommst ja mal am besten her und holst mal ein paar Ritter herbei. Die einen voran, erstmal das hier wegmachen. Auf sie! Los! Reitet los! Ganze Geschmeiß da. Tod den Verrätern! Ist der jetzt die Leiter mit hochgeklettert? Was geht denn mit dem ab? Der Swag ist mit dir, junger Padawan. Sagt nur, was ich tun soll. Geht es in die Schlacht? So, Achtung. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Kriegst vorher noch ein Pferd. Ey! Beschwörung abgebrochen. Wir jemanden schlagen? Der ist ja immer noch full life. Wo ist der Kampf? Meine Fresse, endlich.
wieder alles voll. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Bereit, Sire! Der Mantibrüster! Eine Nachricht von Siegfried. Wir haben verloren! Blast zum Rückzug! Okay. Mal wieder sehr nervig. Da kommt Scheiß drauf. Sonst wird das nichts. Ich darf wieder neu aufbauen. Yeah. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, my lord. Ich könnte es mir so einfach machen, ne? Tu's aber nicht. Ich bin da stur. Jetzt möchte ich mal was wissen. Jetzt will ich's wissen. Nehmen wir mal an, hier ist leider gerade Sperrzone. Geht ihr dann bitte alle oben rum? Ich habe keinen Bock mehr auf unten. Hier von mir aus kommt weiter irgendwo, aber hier bitte alle oben lang. Das wäre unglaublich nett. Hier einmal und ein paar Leute, die mir mal die Lanzen runter. Die Mauern, genau. Die mir mal bitte die Mauern von den Leitern wegschubsen, oder? Obwohl das Ding eigentlich gerade ganz praktisch ist für meine Arbeiter. Ich brauche auch wieder eine Mühle. Super. Auf die Plätze. Boah, ihr könnt mich mal so dermaßen. Waffen benötigt, Sire. Haben wir nicht auch solche Späße wie Drachenharpunen oder so einen Spaß gehabt, ja. Waren die gut gegen Riesen? Ich glaube, die waren doch hauptsächlich nur gegen Drachen, oder? Eine Nachricht von Siegfried. Liegt ja irgendwo auf der Hand, oder? Wir ziehen in die Schlacht. Boah, ihr scheiß Trollhexen. Stehen zur Verfügung. Zack, zack. Augen auf. Ah, jetzt kommen sie her. Alles klar. So, jetzt hätte ich hier auch gerne nochmal Holzfäller. Hui, mit den Steuern geht das mit dem Geld viel, viel besser. Hätte ich das eher sowas, ne? Wie ich jetzt wissen können. So viel muss man sein. Ich hätte mich natürlich auch ein bisschen einspielen können, bevor wir ins Let's Play gehen, aber ich fand gerade der Reiz ist darin, das wieder zusammen rauszufinden. Ich nehme mal an, der größte Teil meiner Zuschauer wird ebenfalls nicht mehr so die allerfrischesten Erinnerungen an Legends haben. Es sei denn natürlich, es gibt viele, die das noch richtig regelmäßig und oft und viel spielen. Gibt's ja auch. Nachricht von Siegfried. Lass die Schlacht beginnen! Gibt so Legenden sagen, dass diese Menschen existieren. Warum wollt ihr eigentlich nicht? Ah, jetzt wollen sie. Genau, überlegen, ob ich Pfeilsporen anmache. Normalerweise fand ich die immer hässlich, aber jetzt... Doch, ist halt. Ich finde es eigentlich cool, wenn die Pfeile einfach so geflogen kommen. Ergibt ja auch mehr Sinn. Eine Nachricht von Dietrich. Los zum Angriff! Ich stelle mir das gerade vor in so einer historischen Schlacht. Ey, fick dich da drüben! Fick dich einfach! Ich stelle mir das gerade lustig vor bei so einer historischen Schlacht. So... Keine Pfeilspuren drin. Ey, stellt mal immer die Details hoch. Ich würde gern wissen, wo die Pfeile herkommen. Ja, ist in Ordnung. Was ging jetzt kaputt? Waffen benötigt, die Bogen- und Armbrustproduktion, wenn ich das richtig sehe. Was aber gar nicht mal so schlimm ist. Aber das wollten wir eh nochmal neu aufbauen. Sind eigentlich meine Lanzenträger noch nicht. Ja, geht doch mal her und mach die Leiter weg. Der Feind hat seine Leitern an unsere Wände. Eine Nachricht von Dietrich. Richtig so, Jungs. Zertrümmert ihre Gebäude. Die Geschichte wartet. Okay, Leute. Verbreitet Chaos. Wir haben es lang genug so getan. Wenn die Riesen nicht wären, wäre alles besser.
Wir haben es lang genug so gemacht jetzt. Eine Nachricht von Dietrich. Wir haben verloren. Gehen wir heim. Ich hab's eine Weile versucht, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, wenn die Spielmechanik von uns will. Ich meine, man sieht's ja schon an dieser Abgrenzung. Das Spiel sagt uns schon, mach das. Bau keine Burg in dieser eigentlich Burgenbausimulation. Na gut, ganz Burgenbausimulation ist es nicht. Aber es ist eigentlich trotzdem ein Burgbauspiel. Aber das Spiel sagt uns, bau keine Burg, mach sowas. Von mir aus. Ganz ehrlich, das ist einfach ein bisschen zu ekelhaft. Das können wir uns mal als Challenge im Hinterkopf behalten. Aber so... Ich glaube, ich starte echt nochmal neu. Und mach so, wie das Spiel von uns will. Tut mir leid für die zwei Parts, in denen im Prinzip nichts passiert ist, aber hey, aufs Maul zu bekommen ist doch auch eine richtig schöne Eigenschaft. Wo ist denn unser Lordi? Dann machen wir noch das Ende mit ihm. Ach, der steckt fest. Na, dann ist ja alles gut. Er guckt hier so höchst strahlend durch die Gegend. Ah, wunderbar, sterbet ihr. Meine treuen Untertanen. Machet so weiter. Eine Nachricht von Siegfried. Ich glaube, denn von so etwas... bekommt der Herrscher den Ständer des Jahrhunderts. Man muss aber sagen, das hat ganz schön cool ausgeschaut, die Burg, die ich mir jetzt ausgedacht hatte. Können wir ja vielleicht irgendwann mal machen, wenn das Spiel das von uns... wenn das Spiel es notwendiger hält, dass wir eine Burg bauen. Ansonsten würde ich jetzt nämlich tatsächlich so eine Maginot-Linie bauen, wie er sie einer hat hier. So ähnlich zumindest, so in der Art. So zumindest daran, darüber, das kann ja so direkt angelehnt sein und dann dahin. Und ja, je nachdem, wo der Gegner gerade kommt, Verteidigung aufbauen. Ich kann mir vorstellen, dass das was wird. Vor allem haben wir dann eine Mega-Wirtschaft, da können wir wirklich eine Ultra-Industrie aufbauen. Alles klar, das probieren wir dann wieder beim nächsten Mal.